So Leute, hier sind wir zurück beim Minecraft Let's Play. Heute mal aus einer etwas anderen Sicht, denn der Patrick nimmt auf. Yeah. Ja. Okay, ausnahmsweise mal. Wir haben ein kleines Helferlein jetzt eingestellt, das ist der Michael. Einer unserer treuen Abonnenten, ich würde sagen sogar der treueste. Nur ich frag zum Glück nicht der Einzige. Wo ist er denn überhaupt hier? Also. Wo bist du? Ach, da. Er hat ein Cape. Er ist schüchtern, deswegen redet er nicht. Also, ich führe dich jetzt mal ein bisschen rum hier, folge mir, ja. Also, das hier ist dein Zuhause dann hier hinten. Ja, hier, zack. Zack. Also wir werden dann alle möglichen Items immer hier in die Grabbelkiste reinwerfen, dann kannst du die einsortieren. Also hier ist Alter. Hier ist ja alles so beschildert, ne? Bla bla bla. Jetzt fällt mir gerade erstmal auf, wie richtig scheiße mein Haus eigentlich aussieht. Und hier, ne? Beste Kiste hier, beste. So, deswegen baue ich ja jetzt auch ein neues Haus. Dann zeige ich dir jetzt mal unser Verzauberungsraum. Brauchst du ihn nicht zeigen, er kennt alle unsere Minecraft-Folgen. Er kennt den neuen noch nicht. Wird er aber kennenlernen. Kann er ja schon sehen. In einem Monat. Doch, ich hab Hex. Hex. So, das hier ist dann, unser Zaubermoped hier, ne? Zaubermoped. Ich war dabei schon mal. Bisschen was. Was soll ich machen? Genau, ich will Bücher machen. Alter, ich habe heute den zweiten Part von Outlast aufgenommen, ne? Das Spiel wird immer kranker, ey. Ich schwöre, das wird immer krasser. Ah, sehr gut. Er denkt schon mit hier. Was denn? Genau. TNT wäre jetzt doch ganz nützlich, ne? Aber nee. Kannst du mir hier raus mal Bücher machen? Weil wir brauchen Bücherregale. Leder ist in der Mobjob-Kiste, ne? Leder. Da hinten am Laden. Womit nimmst du eigentlich jetzt auf? Mit Fraps oder? Mit Fraps. Ah, ganz normal, gut. Normal, Mois. Ja, ist auch besser, dass du aufnimmst, weil meine Internetlatenz ist nicht gerade gut. Du hast ja Bambus-Internet. Ich habe wirklich Bambus-Internet, Junge. Um Outlast hochzuladen, habe ich 4 Stunden gebraucht. Was? 4 Stunden. Nee, das waren sogar mehr, glaube ich. Ich habe um 11 Uhr angefangen mit Hochladen. Und um 21 Uhr war es fertig. Okay. Schon ein bisschen gedauert. Ich habe echt Bambus-Internet. Hast du Bock auf eine Höhlentour? Wer? Ich? Ja, du. Ja, gleich, nachdem ich mein Haus abgebaut habe. Weißt du, ich verzauber mir eine Axt, dann helfe ich dir. Ja, alles bis auf die... Ja, alles. Einfach alles. Bis auf hier die... Stone Slabs und alles, was hier so im Haus drin ist, ne? Ja, klar. Also nur das Außenrum, alles ab. Nur das ganze Fichtenholz. Okay. Helf ich dir mal. Rest. Bleib, der Michael kann sich auch Werkzeuge machen, kann dir helfen. Ja. Könnt mir alle helfen. Junge, Eisenachs Effizienz 2 habe ich jetzt. Ich habe eine Diamantachs und die baut so langsam ab, ey, da glaubst du gar nicht. Der Michael kann sagen, bei Ricky schlafen, mache ich auch. Ich dachte, alle bedienen sich nur an Rickys Kühlschrank, aber... jetzt schlafen sie auch nur da, aber okay. Alter, also wenn ihr Fackeln braucht, ne? Ich habe jetzt reichlich. Nach welchem System baust du eigentlich ab? Alles, was Holz hier, ist. Junge, hier. Oh, wie abgeht hier? Ey, die ist genauso schnell wie meine Diamantaxt, ey. Alles an Holz einfach runterrutschen. Ja. Natürlich auch das Glowstone, ne? Also. Und das Glas natürlich auch, ne? Das kann man ja nochmal neu machen.
Das sieht nämlich hier so scheiße aus, das muss echt mal beseitigt werden. Wir haben einen Lagerarbeiter. Ich glaube, aus deinem Fichtenholz brauche ich mir ein Haus. Nee, da brauche ich ja. Für das nächste Haus. Oh, danke schön. Es ist so geil. Ich feiere das so. Ich brauche ja das Fichtenholz für mein nächstes Haus. Kannst ja leider nicht behalten. Sollen wir Nacht durchmachen oder hingehen? Nacht durchmachen, Alter. Wie willst du das Haus hier sonst abbauen? Michael! Ist zwar bei Tageslicht angenehmer, aber naja. Dankeschön! Der Minecraft-Bimbo. Nenn dich mal um, nenn dich einfach mal Chinese. Chinese? Ist doch echt scheiße gerade, Alter. Ohne Fackel sehe ich hier gar nichts. Ich hab 64 Minuten. 64, what? Darf ich nicht? Darf ich nicht? Nein, darfst du nicht. Das muss ich erst mal ausschwärzen. Ey. Ja, das muss ich jetzt aber zensieren, ey. Das ist echt unglaublich. Das ist unter aller Sau. Das hätten wir jetzt nicht erwartet. Und Junge. Das geht mal gar nicht. Das kann wohl nicht angehen. Wie ein Elektrogerät, wenn die Steckdose fällt. Scheiße, Copyright, weißt du ja, ne? Gleich kommt die GEMA, pass auf. Wir machen ja nicht den Originaltext. Ja, wir machen ja ein Cover. Es eskaliert, aha. Mhm. Soll ich schon wieder so ein... DLC! Dann geben die Feuer. Er gibt unserem Haus Konzert. What the fuck? Alter, ist Dom... Oh, scheiße, ist Dom ein bisschen hoch gewesen. Damit habe ich nicht gerechnet. Was hast du gemacht? Hast du unter ihn weggebaut, oder was? Nein, ich habe ihn mit dem Bogen abgeschossen, aber mein Haus war doch ein bisschen tief. Ein bisschen hoch. Sorry, Michael, Alter, ich hab nicht mal dran gedacht, dass mein Haus so hoch ist. Also Michael, aus den ganzen Büchern und so habe ich jetzt 4 Bücherregale bekommen. Aber lass mal nicht gegenseitig killen, so immer, weil... Nein! Wegen Verzauberung und so. Also Michael ist doch der Einzige hier, der sich so porten darf. Normal. Ja, natürlich. Er muss uns ja auch die Sachen bringen. Kann uns die Sachen bringen. Jetzt hab ich keine Angst. Ich glaube, wenn ich das ganze Haus hier abgebaut habe, ist meine Diamant-Axt kaputt. La 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 la. Guck mal, das ist zu unserem Lager, Michael, hab ich schön gebaut, ne? Jetzt muss er erstmal Chat öffnen, schreiben. Jo, Nietzsche ohne. So, das heißt. Nietzsche ohne? Ja. Ist eine Ableitung von Zitrone. Was? Hätt's jetzt nicht erwartet, ne? Nee. So krass, ey. Hört man eigentlich mal, wenn ich ins Lager gehe? Ding, ding. Ich gehe ein bisschen Holz suchen, oder? Ja. Oh, Zombie-Lederrüstung. Der steht auf SM-Spielchen. Junge hat gerade einen Zombie nach mir in den Schneeball geworfen. Ein Zombie. Ja, kannst du in der Aufnahme sehen, da wird wirklich so ein Schneeball verwendet. Die Zombies werden immer schlauer. Immer schlauer. Ne, nicht so wie du. Mit die Schnauze. Halt die Backen steif. Ich bin ja auch kein Zombie. Du bist eine Lady, ne? Ja. Nein. Wow. Ganz knapp, ey. Schreibe ich eigentlich, kann man einfach reparieren sagen. Oh.
Fällt mir auch gerade auf. Zombie, hallo. Ich habe heute mal so nachgedacht, so habe so Minecraft so im Singleplayer gespielt und habe so gedacht, so Alter, mein Haus ist ja mal mega scheiße. Das muss ja erstmal abbauen, wenn wir wieder aufnehmen. Und dann schreibst du über Hamachi im gleichen Moment so, heute Minecraft aufnehmen. Ich sag so, hä, what the fuck, kann der Gedanken lesen oder so? Auf jeden Fall baue ich ein besseres Haus, als es hier jetzt gerade steht. Alex, ich habe eine Ultimate-Idee. Ultimate? Wir machen eine WG. Eine WG? Nee, eine WG ist scheiße. Okay, doch. Doch. Ja, doch. Komm. Also, du bietest mir voll Zugang zu deinen Kisten? Ja. Ist alle. Außer den versteckten Kisten. Andere Kisten habe ich ja gar nicht. Nein, ich habe schon ich habe im Singleplayer ausprobiert ein richtig geiles Versteck zu machen. Und dafür baue ich mir auch kein Haus hier auf der Insel. Da kommt meine Farm hin nur. Junge, wir haben eine Farm. Ja, aber eine größere noch. Passt ja hier perfekt hin. Du weißt, dass es auf meinem PC läuft, ne? Was läuft auf deinem PC? Der Server. Ja, ich weiß. Alter, ich hab so viel in der Kiste drin. Fuck. Ich nehm erstmal die wichtigen Sachen mit. Spitzhacken, Effizienz, okay. Junge, jetzt mal Vorbescheid gesagt mit dem Glas. Ich hab eine Spitzhacke mit Behutsamkeit. Scheiß doch drauf. Ach ja, da sammel ich. So, Glas ist zum Beispiel auch bei Sand drin, sowas, ne? So eben. Da muss ich extra. K. Weg. K. Mhm. Glas ist bei Sand drin. K. Ja. K. Er könnte auch reden, aber. Er weiß es nicht. Wir verbieten das eben. Kann nicht. Er kann nicht reden. Die Sonne geht auf in Minecraft-Land. Ich nehme auf bei konstant 30 FPS durch Optifine Motorosse. Jetzt wird's aber, ne? Mhm. Optifine. Ja. Junge, was für ein Scheiß das war, es eben zu installieren mit Forge, ne? Boah. Was hast du für ein Texture-Pack drin? Porkchop Media, Link in der Beschreibung aus urheberrechtlichen Gründen muss ich den Link in die Beschreibung klatschen. Du bist ein Vogel. Papagei, Alter. Vorsicht, Michael, wenn du hier die Dings abbaust, den Boden, da drunter ist sofort Wasser, ne? Ich bin nicht Michael. Nein, aber... Oh, das ist nicht Michael. Okay. Ich bin nicht Michael, nein, aber... Ja, aber nein, aber scheiße. Alter, nein, hat er gar nicht. Ich benutze das Texture Pack von... Das sieht doch eh keiner. Honig. Von Honigball. LP. Nee, Honigball. Von Gronkh.de. Ich habe vorher das Sparks benutzt, ne? Aber ja, ich finde. So. Ja, aber ich habe jetzt wieder hier Honigball gefunden. Und das ist viel besser. Alex, gib mal deine Items, pack ich schon mal eine Grabbelkiste. Warte. Brauchst du dein Bett wieder? Ich habe dein Bett hier aufgesammelt. Ja. What the fuck? Ich hatte doch gerade ein Bett hier. Das habe ich aufgesammelt gehabt. Nee, lass die Sachen erstmal da drin. Die packe ich nachher wieder in eine andere Kiste. Ich pack dein Bett in meine Kiste rein, ne? Ja, wenn die Kisten nicht schon voll sind, fast. Was macht eigentlich der Michael? Auf den Bauch legen und lachen. Sortieren. Was sortiert er denn? Sortierst meine Ordnung um hier? Ja. Sortierst meine Ordnung. Zum Beispiel ein Schalter ist bei Redstone oben drin, ne? Also ja. Muss man auch nicht ganz so verstehen, aber ich check's.
Und die Kiste mit dem Essen ist über den Öfen. Okay, die Kiste ist voll. Du kannst auch gerne Rüstung machen aus Eisen, ne? Das ist ein System, Eisen haben wir.